Oh shit. Der muss ja ein bisschen abkühlen. Ah. Nicht, dass ich mir den schon wieder auf den... Ah, heiß. Ah. So. Oh Gott. Der ist immer, wenn das Spiel lange speichert, ist immer gefährlich. Aha. Aha, irgendjemand, aha, ja, ja, das ist immer gefährlich. Wenn das Spiel lange speichert, heißt immer, es passiert irgendwas noch im Hintergrund. Und wie ihr seht, werden hier gerade Errungenschaften freigeschaltet. Warum auch immer. Ich weiß nicht, was hier schon wieder im Gange ist. Aufgeladen. Lass ein Level der Schreibfähigkeit erreichen. Das ist irgend so ein... Ach, guck einer an. Okay, ich glaube, das hat die Sims gerade... Das mit dem Fass wegrücken war eine sehr gute Idee. Das hat die Sims hier gerade, das hat hier die Sims gerade alle, zum Leben erweckt. So, jetzt machen wir die Pinnwand leer. Nicht, dass hier gleich Dinge passieren, die wir nicht, kontrollieren können. So, das Fass. Ja, ja, Alter, wie viele Errungenschaften kann man denn eigentlich freischalten? Warum jetzt alle? Warum alle auf einmal? Spiel so, okay. Gruvami. Gruvami gönnt sich Kugelfisch, Nigiri. Das müsste die letzte Portion sein. Ha, ihr habt es einfach alle überlebt, den Kugelfisch. Das ist, ja, ja. Okay, die Errungenschaften gehen da nicht rein, also auf die Pinnwand. Ui, wer muss denn hier so dringend pinkeln? Die Tessa. Ach, meint ihr, die schafft es bis aufs Klo? Ich bezweifle es. So. Es gibt immer noch Sims, die im Zelt sind. Herzlichen Glückwunsch, Gruvami. Glückwunsch zur bestandenen Kugelfisch-Nigiri-Prüfung. Die nächste folgt demnächst. Jetzt schlafen hier alle ein. Es schlafen einfach alle ein. So, wo ist mein Sim? Hier. Oh, shit. Warum ist das Klo kaputt? Wer war das? Wahrscheinlich ich, ne? Wenn ich vorm Klo stehe, der war das wahrscheinlich ist. Ivy, hallo, schön, dass du da bist. Warte mal, die Musik, du bist Heavy Metal. Wer bin ich eigentlich? Mir wurde ja auch ein Zimmer stellen. Gabriela, wir können gleich mal gucken. Ich will nur mal ganz kurz hier nochmal testen. Nein, das machen wir noch nicht an. Das müsste jetzt an sein. Das müsste... Alter, das ist immer so tricky. Nee, das müsste an sein, ne? Das müsste alles an sein. So. Ich mach das mal an. Die echte Lauchzwiebel. Hey, ich habe gehört, dass du dich mit Gabriela angefreundet hast. Sie ist ziemlich cool. Hier, die echte Lauchzwiebel meldet sich mal. Das ist von letztem Mal. Die echte Lauchzwiebel. Mit der echten Lauchzwiebel haben wir die Wildlands-Mod das erste Mal getestet. Und da gab es... Oh, der Gluti! Wer wollte schon immer mal einen Gluti unter der Dusche sehen? Hier sehen sie einen nackten Gluti. Ja, der weiß, was gut ist. Guck mal, der hat die Gunst der Stunde. Hat der Gluti hier. Hat gedacht, ich dusche mal. Wer schläft denn da oben auf der Bühne? Wer schläft denn da oben auf der Bühne? Hier, Markus, oder? Och, Markus. Ja, würde ich auch sagen. Ist vielleicht nicht der beste Ort, um schlafen zu gehen. So. Tessa. Hier ist die Tessa. Was macht die da hinten? Oh nein, wer guckt denn hier so geknickt? Eieiei. So, Tessa. Meine Wenigkeit, ignorieren wir einfach mal. So, hier, Kloschlange. Hier, was wird denn das hier? Lara? Ja, Blase ist voll. Schwierig. Stella, auch vorm Klo. Was macht denn hier alle? TJ steht hier in der Gegend rum. Keiner traut sich hier irgendwas zu tun. Sterzig. Der sucht sich, glaube ich... Ach, guck mal, der Sterzig, der möchte ins Zelt. Ellie. Ellie macht lieber Glamping. Immer noch hier versteckt. Bembo steht in der Gegend rum. Marie! Ey, die Marie liegt auch im Zelt. Marie schläft. Xiana, hello! Katharina, die bricht gleich zusammen. Gluti, dankeschön für dein Geschenk. Abo an. Perfect, Maggie. Mann, dankeschön. Dann haben wir Amelie. Steht auch in der Gegend rum. So, unser Thunderbird auf dem Klo. Guck mal, die gehen da nur... Schade, man sieht... Ich weiß nicht, was die Sims am Klo treiben. Jenny, todmüde, die fallen gleich alle um. Nadinchen hat sich da oben einen Ort gesucht zum Schlafen. Malu muss aufs Klo, steht hier an. Ram...
Ja, okay. Was auch immer ihr da gerade vorhabt, Rabenkind sucht sich ein Zelt. Vanessa steht rum und stinkt. Lana steht rum und stinkt. Nee, Lana stinkt noch nicht. Das waren die Hotdogs hinter ihr, die hier stinken. Wir haben Laulava. Laulava auf dem Weg zum Klo. Ja, ja, Liebestag interessiert niemanden. So, Gluti hat frisch geduscht. Gluti ist nur noch müde und hungrig. Vollkommen in Ordnung. Nele, hallo. So, Vanessa sitzt hier oben in der Ecke und hat eine Idee. Aber das... Alter. Was ist denn das für ein verbuggtes Sofa? Das, oh Gott, ich hinterfrag's gar nicht erst. So, Marvin. Marvin, dir wird eine Dusche echt gut tun. Ja, und hungrig. Conny geht erstmal aufs Klo. Lissa schläft. Eieiei. Regina, Regina, ist dir ein bisschen warm? Regina hier im Badeanzug bei fast Minustemperaturen. Abenteuerlich. Mandy auf dem Weg zur Toilette. Wenigstens Sims, die hier noch was gebacken kriegen. Stressy Maus steht immer noch vorm Fass, überlegt sich, ob sie vielleicht doch nochmal einen Fassstand macht oder nicht. So, Pete. Oh shit. Irgendwas ist passiert. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Ich glaube, ich habe Sunny verprügelt. Alter. Oh Gott. Das tut mir jetzt ein bisschen leid. Also die ersten Opfer, da gab es richtig aufs Merli, würde ich auch sagen. Oder aufs Malu. Oh oh. Can you like move to UFC world or something? We don't need you in the Sims world. Habe ich auch was abgekriegt? Nee. Oh, okay. Es beginnt. Wir speichern. Es beginnt. Ich habe Angst. Perfektes Augen-Make-up, würde ich auch sagen. Schade, haben wir die Szene verpasst. Schade, sind wir erst später dazugekommen. Ich hätte ja gerne gesehen, was hier passiert ist. Es wird ab jetzt wild. Das heißt, die Mod ist an. Ich habe es vorher schon mal getestet. Vorher gab es eine Schießerei. Das habe ich kurz in einem anderen Haushalt getestet. Dreamy Melly, hello. Da hat der Ekensim in die Luft geschossen. Und wake up in the morning feeling like spaghetti. Ja, ja, das stimmt. Tja, fürs Schönsein auf dem Festival muss man leiden. Freizügig kann ich gleich Aufmerksamkeit. Das stimmt, das ist auch ein sehr interessantes Thema. Ich habe gedacht, heute machen wir auch mal ein bisschen. Die Mod ist an, die Mods sind bereit. Oh Gott. Nein! Vielen Dank, Hamsterli. Oh shit, ist uns ein... Haben wir einen toten Hamster? Haben wir einen kranken Hamster? Was ist mit unserem Hamster los? Was? Oh oh, im Hintergrund passieren Dinge. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Dinge passieren, die passieren gar nicht. Okay, wir beten einfach. Schon wieder die armen Hamster. Ja. Das Hamsterfieber. Also, wir hatten ja schon zweimal sehr erfolgreiches Hamsterfieber. Wir hatten nur. Am Ende sind die Sims gestorben. Bevor. Das Hamsterfieber. Oh Gott! Okay. Bevor das Hamsterfieber jemanden umbringen konnte. So, Lara hat die Fitnessfähigkeit erworben. Das ist immer eine Frage. Hat die Fitnessfähigkeit jetzt erworben, weil sie jemanden verprügelt hat? Oder weil sie Fitness gemacht hat? Lara, hast du zugeschlagen? Nein, alles in Ordnung. Okay, wir behalten es hier mal im Auge. Oh Gott. Ich hab. Ja, ja. Jojo ist hier auch gerade umgefallen. Oh Gott, und Jojo hat sich auch noch in die Hose gemacht. Och nein, was ist denn da los? Als gäbe es nicht genug Klos, aber ihr seid selber schuld. Es ist. Oh nein, guck mal hier. Jenny hat sich auch gerade in die Hose gemacht. Und Stella hat es gesehen und Mina hat es auch gesehen. Und Bembo hat zugeguckt beim in die Hose machen. Das wäre mir jetzt schon sehr unangenehm. Genau. Bei welches Geschlecht stirbt zuerst? Das soll nicht heißen, dass es nur männlich und weiblich und divers nicht gibt.
Twitch lässt es halt einfach nicht zu, drei Sachen zur Abstimmung zu machen, sonst würden wir divers natürlich dazu nehmen. Ich will das einfach nochmal sagen, weil mir das sehr, sehr wichtig ist. Wir stimmen einfach ab, ganz mit einem Lowbrain, männlich-weiblich. Wenn aber jemand zuerst stirbt, der divers ist, dann werden wir das anders regeln. Dann darf die Person bestimmen, ob das männlich oder weiblich ist. Einfach nur, dass wir das, ne? Das ist einfach ein Lowbrainer. Es gibt mehr als nur männlich und weiblich. Nur, dass das hier festgehalten wurde. Das ist ein Twitch-Ding, dass man nur zwischen zwei Sachen halt entscheiden kann. So, ihr könnt Punkte verwenden. Alle die, die das nicht sehen, müsst ihr einmal den Stream aktualisieren. Dann geht oben über dem Chat ein Fenster auf. Da könnt ihr eure Punkte reinballern. Könnt ihr Kanalpunkte verwenden. Wer als erstes stirbt oder ganz viel mit vielen glücklichen Kanalpunkten nach Hause gehen. So, Mr. Benny Blanco, Alter, der hat eine ganze Liste an Dingen, die er erledigen möchte. Bis zur Perfektion polieren. Den Erdnussflip oder was möchte er bis zur Perfektion polieren? So, Miri hat die Fitnessfähigkeit erworben. Oh shit, okay. Es ist kalt und die ersten Sims gehen in den Pool. Das ist die Möglichkeit, um hier zu erfrieren. So wäre Timmy beinahe draufgegangen. Wir schauen mal, was Xiana macht. Da habe ich sie doch direkt erwischt. Ich glaube, Xiana hat gerade in der Mülltonne geschlafen. Könnte das sein? Xiana, hast du, so wie du aussiehst, hast du in der Mülltonne geschlafen, oder? Oder zu ertrinken. Das stimmt. So, hier haben wir nochmal Midna. Midna sieht auch einfach saucool aus. Hier, nee, guck mal. Ich glaube, Marie ist die Nächste, die in die Tonne steigt. Marie sagt so, Xiana, mach mal Platz. Ich, Kopf über... So. Juhu, ab die Boss. Wie viele weibliche, männliche generierte Sims sind denn im Spiel? Oh, berechtigte Frage. Es sind wahrscheinlich wieder mehr weibliche Sims, aber ich finde es eigentlich immer relativ ausgeglichen. Also so vom Gefühl her gibt es schon auch einige Jungs. Warte mal. Ganz oberflächlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich mache das jetzt in Anführungszeichen und Schlusszeichen, ne, Bastian? 7. 8. 9. 10. 11. Alter. 12. 13. 14, 15, 16, 17, okay, 17 männliche Sims und den Rest sind dann weibliche Sims. Könnt ihr selber ausrechnen. So, Lebensstil im Aufbau. Nadja, was baust du dir denn gerade für einen Lebensstil auf? Und warum brummt es hier so merkwürdig? Was passiert hier? So, was macht Malu? Malu steht hier rum. Ich habe Angst vor meinem Sim, muss ich echt... Alter, die echte Lauchzwiebel meldet sich schon wieder. Guck mal. Du siehst schon wieder besser aus. Guck mal, die Wunden heilen langsam. Guck mal, das Gesicht ist nur noch ein bisschen blau. Nicht mehr ganz so schlimm. Relativ ausgeglichen. Nee, ja, es kommt halt immer darauf an, wer so mitmacht. Also wir hatten definitiv schon ausgeglichen. Oh, warum beleidigst du mich jetzt? Oh Gott, ich habe mich mit Sunny. Well, well, well. If it isn't the rejected gangster. Also mit Sunny habe ich mich, glaube ich, angelegt. Ich glaube, das ist hier keine gute Idee mehr. Ich habe Angst, was hier gleich als Nächstes passiert. Zwischen Sunny und mir. Oh Gott. Eventuell wird hier jetzt gleich jemand als Geisel genommen. Eventuell. Ich speichere mal kurz. Damit habe ich nichts zu tun. Es ist bestimmt nicht mein Sim, der sich hier gleich eine Geisel nimmt. Damit habe ich nichts zu tun. Ich kontrolliere gleich nochmal, ob ich das für alle angemacht habe. Eigentlich sollte es für alle Sims an sein. Also jeder von euch kann sich... Oh, der Sterzige die Fitnessfähigkeit erworben. Das sollte eigentlich für... Oh, 1337. Ja, 1337. Ich muss an Kugelfisch Nigiri denken. Mein Tee ist so heiß, ey. Ist nicht fair.
Ja, ich guck gleich mal. Ich dachte eigentlich, ich hab's für alle angemacht. Okay, sie hat sich's anders überlegt, glaube ich, mit der Geisel. Geisel wurde erstmal. Jetzt kommt Mina. Was macht Midna? Midna greift hier erstmal ein, Midna schimpft erstmal. Extreme Violence Mod. Optionen. Autonomie. Ja, müsste aber alles an sein. Blownif, Apollochaba. Enable. Wenn ich das hier, wenn ich jetzt drauf drücke, ist es an, ne? Wenn ich drauf gedrückt, das ist so verwirrend. Das ist so verwirrend. Wir schauen einfach, was passiert. TJ, ja, danke fürs nette Gespräch. Nee, ich habe für alle an, ich habe es für alle angemacht. Guck mal, wenn ich hier drauf gehe, Optionen, Autonomie steht jetzt hier für den aktiven Haushalt. Das müsste an sein. Ich weiß nur nie, verwirrend, total. Ich weiß nur nie, ob wenn da steht, hier ist es, disable non-deadly, also die nicht tödlichen Sachen müssten jetzt enabled sein. Wenn da disable steht, heißt das, ich mache das aus. Wenn da enable steht, heißt das, ich mache es an. Also müsste es jetzt an sein. Das müsste jetzt heißen, es ist an. Wenn ich zum Beispiel da jetzt drauf drücke. Es ist verwirrend, oder? Es ist sehr verwirrend. Es ist sehr verwirrend. So. Es ist an, oder? Wir sind uns einig, es ist an. No! Oh, shoot! Nein, Poki! Oh, wir haben den ersten Sip, der einfach ertrinkt. Da ist nicht mal was passiert. Oh! Ja, das ist jetzt unpraktisch. Wir haben unseren ersten toten Sim. Wir haben unser Super Poki. Super Poki. Super Poki ist unser erster toter Sim. Das war jetzt sehr überraschend. Ich hätte nicht gedacht, dass das so passiert. Da hat ein Sim aufgegeben. Das war jetzt unpraktisch. Sehr unpraktisch. So, Aktionen? Nee, warte mal. Warum kann ich jetzt diesen Sim nicht... warte mal. Testing. Cheats. Das muss ich eigentlich nie... Ah, schreiben ist eine Kunst, ne? So. Weil normalerweise kann ich... Ah, so. Zack. Tschüss, Super Poki. So. Punkte wurden ausgeteilt für alle, die gewettet haben. Ja, ja, schwimmt einfach über die Leichen weg. So, jetzt seid ihr hier alle angerannt. Okay, ich kann speichern. Sehr gut. Erster toter Sim. 78 weitere Sims, die hier noch sterben müssen. Oh, die Anja, die finden das Fähigkeit warm. Vielleicht haben wir hier wieder so einen Todespool. Ihr erinnert euch an, wer überlebt... War das Wer überlebt 1? Wer überlebt 2? Was war das? Wo wir den Todespool hatten, wo alle Sims im Pool ertrunken sind. Und einer nach dem anderen da rein, das war Quatsch, was? Einer nach dem anderen in den Pool gehüpft ist und ertrunken ist. Das war schon sehr wild. Der, die das erste gewinnt auch was. Ich werde Super Poki fragen nach, meistens ein kleines Sims-DLC oder manchmal, ich habe auch schon Planet Zoo verlost, wenn jemand alle Sims-DLCs schon hat, dann gibt es diesen Planet Zoo-DLC, wenn zum Beispiel jemand Planet Zoo-DLCs mag. Wir werden uns da immer einig. Wer überlebt 2 muss das gewesen sein. Oh, hallo. Ah, ich glaube, sie hat noch kein Base-Game. Echt? Oh, das wäre ja cool. Ich habe nämlich, glaube ich, irgendwie noch 5-mal Base-Game zu verlosen. Habe ich, glaube ich, noch auf Kante. Oh, wie cool.
Nini Quarb!